Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Frage-Antwort-Video, allerdings ein Frage-Antwort-Technik-Spezial. Ich habe mal wieder auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht und ich denke, hierbei ist es am einfachsten, ich lese die Fragen selber vor, weil ich denke, das ist am coolsten, wenn ich selber so die Sachen, die ich gut erklären kann, dann auch hier sehe. Deswegen geht's los. Krass ist auf jeden Fall schon mal, wie viele Leute hier dran teilgenommen haben. Also, da ist es tatsächlich so, dass das bei technischen Sachen viel, viel mehr Fragen kommen. Was ich cool finde, deswegen bin ich gespannt. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie ein bisschen durchfuchsen, dass wir da vorankommen. So, gleich als allererstes. Onkel Onke fragt Einzeldrossel. Ja, Einzeldrossel, gute Frage. Ich erkläre euch einmal kurz das Thema Einzeldrossel. Und zwar ist ganz einfach erklärt, Einzeldrossel heißt, dass ihr pro Zylinder eine Drosselklappe habt. Normalerweise habt ihr eine Drosselklappe, die hinter dem Ansaugsammler hängt, die quasi alle Zylinder beflutet bzw. regelt. In diesem Fall hat, so wie der Name schon sagt, Einzeldrossel. Jeder Zylinder hat eine einzelne Drosselklappe. Das ist speziell für Saugmotoren von Vorteil. Deswegen haben die ganzen Motorräder zum Beispiel alle eine Einzeldrossel. Und der Vorteil ist einfach, dass meistens geometrisch gesehen, sagt man geometrisch, auf jeden Fall die Ansaugbrücke von mehreren Zylindern auf eine Drosselklappe zu kriegen, ist strömungstechnisch natürlich immer schlechter, als wirklich direkt von dem Kanal in die Drossel zu gehen und wieder weiter. Das steht hinter Thema Einzeldrossel. So, weiter geht's. Wie können Motoren ohne Luftmassenmesser richtig funktionieren? Auf jeden Fall interessante Frage. Ist relativ einfach. Und zwar Motoren ohne Luftmassenmesser, also falsch, theoretisch, wenn die Regelung von einem Motor über die Lambda-Sonde schnell genug wäre, kann jeder Motor ohne Luftmassenmesser funktionieren. Das heißt, wenn man wirklich live überwachen könnte, was hinten aus dem Motor rauskommt an Lambda-Wert, das heißt Gemischbildung, könnte man natürlich davor passend Gemisch einspritzen. Wenn das live gehen würde und schnell genug ist, hätte man minimalsten Versatz, würde aber theoretisch gehen. Heutige Motoren machen das allerdings anders. Die haben über die Drosselklappe, also die Drosselklappe kommt auf eine Flowbench und aus Drosselklappenwinkel in Kombination mit Druck vor und hinter der Drosselklappe kann dieses Steuergerät sofort die Luftmasse errechnen. Weil, jetzt auch ganz laienhaft euch erklärt, angenommen ihr wollt 1000 Liter durch eine Drosselklappe saugen, dann ist der Druck natürlich je nach Stellungswinkel unterschiedlich. Und dieses Kennfeld fährt man raus und somit schafft man es aus Druck davor und dahinter in Kombination mit Drosselklappenwinkel und dazugehörig die Drehzahl von dem Motor ziemlich genau zu bestimmen, was für eine Luftmasse in den Motor geht. Das Ganze geht natürlich nur bei einem Motor, der von einem Ingenieursteam passend, also nicht Motor, sondern eigentlich geht es mehr um die Drosselklappe. Diese Drosselklappe muss halt ein passendes Kennfeld besitzen. Selber rausfahren wird dabei schwierig. So. Wie muss die Pumpe der Trockensumpfschmierung geregelt werden? Auch interessante Frage. Trockensumpfpumpe heißt eine externe Ölpumpe, die quasi das Öl absaugt und in den Motor wieder drückt. Die muss gar nicht geregelt werden. Das heißt, die ist selbstregelnd über Drehzahl und hat einfach nur extern ein Bypassventil, welches über eine Feder vorgespannt ist und bei Druck X einfach aufgeht. So, das heißt, diese Pumpen sind auch gar nicht regelbar, sondern man kann lediglich einen maximalen Öldruck einstellen, wo das Bypassventil aufgeht und das Öl daran vorbeigeht. Bitte mal Ventilflattern bzw. Wahl der Ventilfedern erklären. Kaum jemand kennt den Sinn dahinter. Also, da gibt es verschiedene Thematiken. Erstmal kurz, wir sind immer noch hier auf der ersten Seite, weil die Fragen alle so interessant sind, dass wir im Zweifelsfall hier sogar einen Teil 1 und 2 rausmachen müssen. Ventilflattern. Ventilflattern bedeutet eigentlich nur Folgendes.
pro, also zwei Kurbelwellenumdrehungen heißt ja beim Viertakter eine Nockenwellenumdrehung. Eine Nockenwellenumdrehung heißt, das Ventil geht einmal komplett auf und geht dann wieder komplett zu. Jetzt gibt es Lastzustände, wie zum Beispiel hohe Drehzahl. Das heißt, je höher die Drehzahl ist, je mehr Öffnung hat man pro Sekunde, Minute, Zeiteinheit. Das heißt, die Zeit zwischen offen und zu oder zu und offen wird immer kürzer. Das heißt, die eigentliche Ventilbeschleunigung, das heißt die Geschwindigkeit von dem Ventil, wird immer mehr, weil es muss ja schneller sein, um in kürzerer Zeit auf und zu zu gehen. Irgendwann wird diese Beschleunigung so hoch, dass einfach die Masse von dem Ventil, weil jeder kennt es, Fliehkraft, wenn das Ventil zu schnell wird, schafft es die Ventilfeder nicht, die gegenläufige Bewegung, das Ventil quasi wieder in der Kürze der Zeit zuzumachen. Und dann passiert Folgendes, die Nocke verliert Kontakt mit dem Ventil. Das heißt, der Nocke drückt das Ventil ganz auf, jetzt geht die Nocke weiter, aber das Ventil bleibt kurz offen stehen, weil es einfach von der Federkraft nicht schnell genug wieder zurückgedrückt wird, weil die Fliehkraft es quasi einmal so nach unten haut. Das ist dieses genannte Ventilflattern. Dazu können zwei Gründe haben. Das kann zwei Gründe haben. Einmal Variante 1 ist einfach, die Drehzahl ist für die Ventilfeder zu hoch. Zweiter Grund ist, es kann sein, dass der Gegendruck in dem Motor so hoch ist, dass die Ventilfeder dafür zu weich ist. Man darf nie vergessen, wenn wir hier einen gewissen Druck im Krümmer oder auch einlassseitig einen Ladedruck haben, dagegen schließt ja das Ventil. Das heißt, ihr macht quasi wie ein Ventil vom Kompressor zu und dementsprechend braucht man auch harte Ventilfedern, um hohe Drücke halt zu schließen. Nächste Frage, wie viel Leistung schluckt der Trockensumpf? Schwierige Frage. Wie viel Leistung schluckt der Trockensumpf? Ich vermute mal, damit ist gemeint, wie viel Leistung schluckt die Trockensumpfanlage. Dazu würde ich jetzt pauschal sagen, sie kostet keine Leistung, sondern bringt sogar Leistung, wenn sie richtig gebaut ist. Weil eine Ölpumpe muss ja eh angetrieben werden. Das heißt, ob sie jetzt im Motor oder extern ist, ist erstmal egal. Natürlich sind die Trockensumpfpumpen meistens stärker und eine stärkere Pumpe hat natürlich auch mehr Verlust. Ich würde jetzt mal behaupten, dieser Verlust ist aber im Bereich von, keine Ahnung, 1-2 PS, wenn es hochkommt. Mehr ist das definitiv nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wie ich in dem Video auch schon erklärt hatte, die Trockensumpfpumpe saugt ja den Kurbelraum ab. Das heißt, ihr habt unten in dem Motor fast ein Vakuum. Das heißt, der Kolben wird immer wieder nach unten gezogen, was beim Boxermotor wohl relativ gut ist. Und dadurch erhöht sich der Wirkungsgrad von dem Motor definitiv. Also eine Trockensumpf wird niemals Leistung kosten, sondern eher Leistung bringen. Verbraucht ein Motor mit mehr Zylindern automatisch mehr Sprit? Gute Frage. Prinzipiell müsst ihr euch bei dem Spritverbrauch immer Folgendes überlegen. Der Spritverbrauch ist immer abhängig von zwei Sachen. Erster Punkt ist Lastabfrage. Also als Beispiel, der Spritverbrauch richtet sich immer danach, mit wie viel Leistung ihr gerade fahrt. So, jetzt kann man nicht pauschal sagen, dass ein Vierzylinder mit 100 PS das gleiche verbraucht wie ein Sechszylinder mit 100 PS, weil natürlich der Sechszylinder mit 100 PS mehr Verluste hat. Auf der Gegenseite zu der Leistung steht ja immer der Verlust und wenn natürlich 6 statt 4 Kolben hoch und runter gehen, sind die Verluste natürlich höher. Das heißt, der Sechszylinder mit 100 PS wird auf jeden Fall mehr Verbrauch haben. Wenn wir jetzt vom Ideal ausgehen, das heißt, wenn beide Motoren genau den gleichen Wirkungsgrad haben und genau gleich laufen, wird der Sechszylinder definitiv ein bisschen mehr verbrauchen. Sieht man auch immer gut daran, Leistungsangaben von einem Turbolader. Ein Turbolader, der zum Beispiel auf einem Vierzylinder 1000 PS kann, kann automatisch auf dem 6-Zylinder nur 900 PS und auf dem 8-Zylinder 800 PS, weil einfach die Verluste mechanisch durch je mehr Zylinder halt immer größer werden. Was ist der Vorteil bzw. Nachteil eines Twin-Scroll-Turboladers? Interessant. Erstmal zum Erklären, Twin-Scroll-Turbolader bedeutet einfach nur, dass das Abgasgehäuse heißt, die Abgase gehen quasi wie in einer Schnecke durch das Gehäuse und müssen am Ende in der Mitte durch das Turbinenrad wieder nach außen geleitet werden. Und diese Umlenkung der Gase erzeugt quasi durch das Turbinenrad eine Drehzahl auf der Welle vom Turbolader. So, Twin Scroll heißt, diese Schnecke ist zweiflutig.
Das heißt, man hat zwei Eingänge und diese beiden Eingänge sind komplett bis zum Turbinenrad getrennt und die Abgase können einzeln auf die Turbine geleitet werden. Warum macht man das? Folgendermaßen, bei gewissen Motoren, wie zum Beispiel bei, also das Ganze macht man, weil es gibt Motorkonzepte, wo man als Beispiel Vierzylinder immer zwei Kolben oben, zwei Kolben unten hat. Und bei diesen Motoren kann man dann quasi, also die Takte der einzelnen Ausstöße an Abgasen überlagern sich bei einem Twin Scroll nicht. Das heißt, die Abgase, die aus einem Zylinder rauskommen, können mit der vollen Geschwindigkeit auf die Turbine treten. Und diese kinetische Energie übernimmt man. So, jetzt kann es passieren, dass man bei einem Sechszylinder zum Beispiel die Abgase nicht direkt auf die Turbine leitet, sondern durch gewisse Überlagerung quasi ein Teil der kinetischen Energie, das heißt die Strömungsenergie der einzelnen Auslässe, in den anderen Zylindern verpufft, wo gerade keine Auslassbewegung ist. Deswegen teilt man das gerne in zwei auf und dadurch wird das Ansprechverhalten definitiv besser. Das heißt, es wird einfach die Geschwindigkeit der Abgase nochmal genutzt in Bereichen, wo der Krümmer einfach noch nicht komplett voll ist. Wenn das Ding dann erstmal auf Volldampf ist und im Krümmer 2, 3, 4, 5 bar sind, Abgasgegendruck, ist es dann am Ende egal. Im unteren Bereich funktioniert somit ein Twin Scroll besser. Jetzt gibt es allerdings auch Motoren, wo es gar nicht geht. Heißt zum Beispiel 3-Zylinder, 5-Zylinder. Bei vielen V-Motoren, 6-Zylindern geht es auch nicht, weil man einfach gar nicht die passenden Zylinderabstände hat, dass man das Ganze mit Twin Scroll bauen kann. Ja, das wären auf jeden Fall einige Fragen hier. Wie viel Ladedruck war das meiste, was du bisher gefahren hast? Interessante Sache. Müsste ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ich würde behaupten, das meiste Ladedruck, was wir bisher irgendwo mal gestellt haben, war, ich weiß, ich hatte manchmal kurzzeitig bei der Limo schon mal so in Richtung 3,4 Bar damals. Das müsste eigentlich so das Krasseste gewesen sein. Ich wüsste jetzt nichts, wo ich mal mehr gefahren bin. Es gibt allerdings Leute, die fahren sogar 4 oder 5 Bar. Herstellung und Steifigkeit von Carbonkarossen bezüglich Tauglichkeit und erlaubte Straßenverkehrsordnung. Extrem interessante Frage. Da habe ich selber jetzt nicht so den Plan von. Aber mir hat einer gesagt, dass man wohl eine komplette Carbonkarosse TÜV'en kann, indem sie 2000 Kilometer Nordschleifentest überlebt. Das heißt, 2000 Kilometer mit einem Carbonbomber auf der Nordschleife fahren, in Begleitung vom TÜV, heißt so viel wie das Ding bekommt TÜV. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber dieser Mythos wurde mir neulich erzählt. Zahnriemen oder Kette, was ist stabiler? Boah, hatten wir neulich schon mal die Diskussion so ein bisschen. Ich kann nur aus Erfahrung reden. Ich persönlich hatte noch nie Probleme mit dem Zahnriemen. Also egal bei welchem Motor, toi toi toi, nie Probleme gehabt, hat immer funktioniert. Hatte allerdings auch noch nie Probleme mit der Kette. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass die Kette einen riesen Vorteil auch hat. Der riesen Vorteil von einem Kettenmotor ist einfach, dass der Kurbelraum unten mit dem Zylinderkopf oben verbunden ist und sowohl das Öl von unten nach oben transportiert wird, als auch natürlich die Gase ebenfalls durch den Motor transportiert werden. Also diese Kette sorgt für eine tierische Ventilation im Motor, die in Bezug auf Kurbelwellengehäuseentlüftung und Wirkungsgrad von dem Motor und so weiter, glaube ich, nicht schlecht ist. Also von der Handhabung her ist natürlich jeder Zahnriemenmotor einfacher, weil jeder, der schon mal einen Motor mit einer Kette zerlegt hat, weiß, es ist immer eine Endloskette, es ist immer Friemelei. Aber ich würde sagen, von der Stabilität her nimmt sich das, glaube ich, nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kette endloser ist. Ein Zahnriemen, synthetisches Material, also Kunstmaterial, wird immer irgendwann porös werden, hart werden. Eine Kette, Metall, was soll da groß passieren? Ne? Low Budget mit Original Block auf 400 PS. Welche Motoren, PKW bieten sich hier an und halten das aus? Kann ich euch nur ans Herz legen, kauft euch einen VR6. Könnt ihr einen Serienmotor nehmen, macht einen großen Turbo drauf, könnt 500 PS auf Sprit fahren und geht wirklich damit in Rente, wenn alles passt, wird das Ding nicht kaputt gehen. So, deswegen 400 PS Low Budget, glaube ich, ist punkto VR6 nicht zu übertreffen. Wir hatten ja damals bei Grip angefangen,
500 PS für 5000 Euro, bleibe ich bei, geht beim VR6 definitiv. Das heißt, wenn ihr 500 PS fahren wollt auf dem VR6, originalen Motor nehmen, macht einfach nur Kopf runter und eine, ja noch nicht mal, ihr könnt einfach Kopf runter nehmen und macht eine Zwischenplatte mit zwei Kopfdichtungen, keine Ahnung, 200 Euro. Dann Krümmer gibt es für 100 Euro mittlerweile, ein Turbolader, keine Ahnung, 600 Euro, eine EMU Classic als Beispiel und schon ein paar Einspritzdüsen, Ansaugbrücke, Schwungrad bleibt original, Kupplung, Ladeluftkühler, das war's. So, und dann könnt ihr wirklich auf dem VR 500 PS fahren und der wird auch nicht kaputt gehen. Könnt ihr etwas zu Freiburg über den Steuergeräten erzählen, mache ich euch einfach eine Infokarte rein, haben wir ein Video zu gemacht, brauche ich jetzt nicht nochmal erklären. V6 Turbo-Umbau in Bora oder Golf 4, funktioniert das mit originalem Steuergerät? Ja, der gute alte Boratti-Umbau, ist eine ME7 drin, ist ein geiles Steuergerät, ist original ein Sauger, gibt es aber ein paar fähige Leute, die das genau so programmieren können, dass das mit dem Originalsteuergerät Bombe läuft. Das heißt, in dem Fall braucht ihr nur eine externe Ladedruckregelung, weil, wie ich sagte, ist für einen Sauger, das heißt, das Saugersteuergerät hat keine Ladedruckregelung drin, das heißt, ihr braucht einen Dampfrad, einen Boost-Controller extern, der den Ladedruck regelt, könnt natürlich auch Dosendruck ohne Regelung fahren und dann funktioniert das selbst mit dem Steuergerät richtig gut. Stellst du dein Ventilspiel auf Zünd-OT ein? In dem Fall ist es so, Ventilspiel kannst du überall einstellen, weil der Grundkreis der Nockenwelle, also Ventilspiel, ist ja quasi das Spiel zwischen Nockenwelle und Ventil. Eine gute Nockenwelle hat im gesamten Grundkreis den gleichen Durchmesser, das heißt das gleiche Ventilspiel. Das heißt, natürlich müsst ihr das Ventilspiel an einer Stelle einstellen, wo der Nocken noch keinen Hub hat. Ob das jetzt genau Zünd-OT ist, ein paar Grad davor oder ein paar Grad dahinter, ist vollkommen egal, weil die Nockenwellen an der Stelle wirklich den gleichen Durchmesser haben und somit das Ventilspiel auch gleich bleibt. Mich würde eine detaillierte Beschreibung, was Turbo angeht, Wastegate, Blow-off, Ventil und so weiter, interessieren. Dafür haben wir ja unser Technikon A bis Z, da sind wir schon auf ziemlich viele Sachen eingegangen. Boah, krass ist, hier sind etliche Fragen zum Getriebesand drin, also der Getriebesand hat sich definitiv so krass etabliert, dass da einiges ist. Erklärt mal bitte die Funktion und Unterschiede zueinander von CVT, DSG und Automatikgetriebe. Boah, das ist eine Sache, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mein Wissen zu basishaft, dass ich das jetzt so erklären könnte. Aber da gibt es halt einfach verschiedene Typen von Automatikgetrieben. Das heißt, das aktuelle DSG-Getriebe ist einfach nur, jetzt die Kurzfassung, wie der Name schon sagt, Doppelkupplungsgetriebe. Das heißt, ihr habt zwei Kupplungen. Diese Kupplungen sitzen mechanisch zueinander verbunden und immer eine Kupplung ist auf oder die andere Kupplung ist auf. Das heißt, ihr könnt theoretisch zwei Gänge gleichzeitig einlegen und die Kupplung fährt nur noch von 1 nach 2. Übertrieben gesagt. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Habe ich ja in dem einen Video von ADT gelernt, dass es so gar nicht ist, sondern es sind schon beide Kupplungen einzeln steuerbar und es gibt quasi diesen Punkt, wo die eine Kupplung auf und die andere Kupplung zugeht. Aber Fakt ist, Doppelkupplungsgetriebe heißt zwei Kupplungen, die auf und zugehen. Dann das urtypische Automatikgetriebe war ja, wie es jeder aus dem Golf 2, Golf 3 und so weiter kennt, über einen Wandler. Das heißt, ihr hattet einen Wandler, der über Öldruck und Fliehkraft quasi zugeht und somit den Kraftschuss herstellt. Wie jetzt die Gänge in diesem Automatikgetriebe geschaltet werden, weiß ich gar nicht. Das war mechanisch intern, weil so ein altes Automatikgetriebe hatte ja eigentlich nichts dran. Muss auch irgendwie über Drehzahl, Fliehkraft, keine Ahnung gehen. Und CVT, boah, kenne ich mich gar nicht aus. Es gab dann noch Sachen wie Multitronic von Audi mit Ketten drin. Dann gab es Getriebe mit Riemen drin. Da gibt es so viele Sachen, aber da bin ich wirklich kein Experte für. Blaue Gates NASA Zahnriemen, inwiefern besser als Standard? Ja, es gibt von Gates, ist eine Marke, diese blauen Zahnriemen. Da ist so ein Aramidfaser mit drin, Aramidfasermaterial. Die sind einfach wirklich tatsächlich stabiler als ein Originalriemen. Das heißt, die reißen einfach später. Jetzt darf man aber nicht vergessen, wofür braucht man einen stabileren Zahnriemen? Kurze Erklärung dazu. Wenn ein Motor extrem viel Leistung hat, dann ist es ja so, dass der auch extrem schnell hochdreht.
beim Beschleunigen. Wenn ihr manchmal Videos seht, wie schnell so ein Motor von, ich sag jetzt mal, im zweiten Gang von 4000 auf 8000 beschleunigt, muss ja mit der gleichen Beschleunigung die Nockenwellen hinterherkommen. So, und das ist ja die ganze Kraft, die auf dem Zahnriemen ist. Noch viel schlimmer ist es zum Beispiel beim Allradstart. 8000 Umdrehung, Kupplung fallen lassen, in dem Moment gibt es einen Schlag und die Kurbelwelle bremst ab. In dem Moment bremst ja auch die Nockenwelle über diese Drehzahl ab. Das heißt, je höher die Leistung und die Beanspruchung ist, je mehr Kraft ist auch definitiv auf den Zahnriemen. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, diesen Gates-Zahnriemen zu nehmen, weil meine Erfahrung ist da wirklich extrem gut. Ich bin auch jemand, der den nicht ständig neu macht, sondern den Gates-Zahnriemen nehme ich immer so 3, 4, 5 Saison. Den kannst du wirklich runternehmen und wieder drauf machen. Wichtig ist halt nur immer markieren, wie die Laufrichtung von Zahnriemen war. Was ist geplant für den Lambo-Motor? Ja, hatte ich schon hier und da mal kommentiert. Wird in nächster Zeit erstmal nichts kommen. Jetzt sind erstmal alle anderen Projekte wichtiger. Und dann irgendwann Mitte nächsten Jahres wird es da auf jeden Fall weitergehen. Was genau wir machen, weiß ich noch nicht. Entweder mit Andy, Subi, wenn der sich dort eingegroovt hat, einen Billet-Block bauen. Variante 2 ist vielleicht nochmal einen Originalblock nehmen und diesen Originalblock dann doch nochmal zu versuchen zu buchsen. Kein Plan, aber der Defekt an diesem Block saß dann doch so tief in mir, dass ich da definitiv aktuell keine Motivation habe. Und da sind mir definitiv Limo-Arbeit etc. auf jeden Fall wichtig aktuell. Da kommt nämlich gleich die nächste Frage, um wie viel Prozent ist Billetblock ungefähr stabiler? Kann man so 0,0 beantworten, diese Frage, weil es ist ja meistens gar nicht unbedingt der, also es ist ja gar nicht das Material, was stabiler ist, sondern es ist einfach die Konstruktion des Blockes, die stabiler ist. Also es ist ja in dem Moment gar nicht nur so, dass das Billet-Material, es ist ja eigentlich kein Billet-Material, sondern das heißt einfach nur, dass man ein besseres Alu zerspannt, um halt diesen Block zu bekommen. Natürlich ist dieses Alu fester als ein Gussalu, weil man nimmt natürlich dann bei einem Billetblock natürlich auch ein hochwertiges Alu. Das heißt, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, dass wir wahrscheinlich von einer Zugfestigkeit von rund 30-40% mehr reden. Der große Unterschied ist aber die Konstruktion, dass du den Billetblock natürlich gleich viel massiver auslegst. Das heißt, in der Serie hat man natürlich einen Block so gegossen, dass nur an den Stellen Material ist, wo es unbedingt notwendig ist, alleine um Kosten, Gewicht etc. zu sparen. Ein Billetblock lässt man schon gleich viel massiver, weil man halt einfach maximale Stabilität haben will. Somit, boah, das kann man so pauschal absolut gar nicht sagen. Aber ich würde schon tendenziell sagen, gegenüber einem normalen Serienblock und einem perfekt konstruierten Billetblock wird mit Sicherheit eine Möglichkeit sein, die Leistung zu verdoppeln, von der Stabilität her, wenn alles drumherum passt. Es wird natürlich viel früher irgendwas anderes auseinanderfliegen, eine Kurbelwelle brechen, wie auch immer. Extrem geile Frage, habe ich nämlich tatsächlich schon drüber gesprochen, Überwachung, falls der Riemen der Ölpumpe reißt. Das heißt, ihr seid wirklich ziemlich viel bei der Trockensumpf, wahrscheinlich, weil ich ein Foto von der Trockensumpf dazu gepostet hatte. Genau das habe ich vor, ich werde definitiv die Drehzahl der Ölpumpe überwachen, dass falls diese Drehzahl mal nicht in dem Kennfeld ist von der Drehzahl, die Ölpumpe eigentlich haben soll, das heißt aus Übersetzung und Motordrehzahl kann man relativ einfach ein Kennfeld festlegen für die Drehzahl der Ölpumpe. Wenn das nicht passt, kann man gleich Bumm, Zündung ausmachen, dass Motor gleich aus ist. Also das wäre theoretisch die bestmögliche und schnellste Überwachung für eine nicht funktionierende Ölpumpe. Zusätzlich müssen wir den Öldruck natürlich trotzdem überwachen, weil es kann ja auch die Pumpe an sich kaputt gehen. Das heißt, sie hat weiter Drehzahl, aber fördert nicht mehr. So, für unsere Elektrotechniker, kann ein Elektrofahrzeug leistungsgesteigert werden? Natürlich. Ich glaube sogar, ein Elektrofahrzeug kann extrem leistungsgesteigert werden, weil ja dieses komplette Elektrofahrzeug elektrisch geregelt ist. Da ist halt einfach nur auch wieder der Punkt, wann fängt an ein Kabel zu schmilzen, wann fängt an so ein Motor zu schmilzen, wann geht er einfach aus Hitze fest, wann platzt mal so eine Batteriezelle. Das kann man definitiv, aber das muss man komplett erforschen, wie, wo, was da geht. Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, dass das nicht so ist wie in den 80ern und 90ern, dass man, keine Ahnung, dreifache Sicherheit in so einem Ottomotor hat. Ich denke mal, dass die heutigen Elektrofahrzeuge schon ziemlich knapp bemessen sind. Also die werden nicht aus Spaß einen 60 Quadratmillimeter Kabel da reinlegen, wenn sie eigentlich nur einen 20 Quadratmillimeter Kabel bräuchten. Also ich glaube schon, dass das ziemlich eng kalkuliert ist. Erklärung Volkswagen Synchro Allrad, bitte. Folgendes.
Ein Allradantriebsstrang braucht immer ein Mitteldifferential. Das heißt, ihr habt immer die Vorderachse und die Hinterachse. Diese können aber nicht permanent miteinander verbunden sein, weil sobald ihr ein bisschen einlenkt und um eine Kurve fahrt, sofort die Vorderachse eine andere Geschwindigkeit fährt als die Hinterachse. Das heißt, ihr habt vorne und hinten eine andere Drehzahl. Wenn diese Drehzahl aber fest aneinander gekoppelt wäre, würde es knack machen und irgendwas reißt einfach ab. Deswegen gibt es ein Mitteldifferential, welches diese Drehzahl ausgleicht. Variante 1 ist, die meisten Autos mit einem längs eingebauten Motor haben ein, zum Beispiel ein Torsen-Mitteldifferential. Und in dem Moment, wenn Vorder- oder Hinterachse eine andere Drehzahl hat, rutscht dieses Torsen-Differential einfach durch. Das ist auch dieses typische Audi Quadro-Brummen, wenn ihr auf dem Flugplatz, auf dem Parkplatz komplett einlenkt und eine Kurve fahrt, brummt es einmal kurz, weil in dem Moment Vorder- und Hinterachse verschiedene Drehzahlen fahren und das Mitteldiff sich einmal kurz, ich sag jetzt mal, verspannt und versucht zu sperren, bis der Punkt kommt, wo es einfach aufgibt und es einfach durchdreht. So, nun hat sich Volkswagen mit ihrem ersten Allradantrieb, dem SymCro, gedacht, wir machen das Ganze auch. Damals hatte Volkswagen den Motor allerdings quer eingebaut. Jetzt überlege ich gerade, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Die Passat-Synchros waren ja auch schon längs eingebaut. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es erst die Golf-Synchros oder erst die Passat-Synchros gab. Ich erkläre euch jetzt mal die Golf-Synchros. Dort Motor quer eingebaut und Hinterachse quer eingebaut. Das heißt, um mit der Kraft von vorne nach hinten zu kommen, hat man dann Vorderachse genommen, einen Winkeltrieb rangemacht, Kardanwelle, Kraft geht nach hinten und in dem hinteren Differential hat man die sogenannte Viskokupplung eingebaut, weil man brauchte ja irgendwie wieder die Möglichkeit, diese Drehzahldifferenz vorne zu hinten in diesen Momenten zu regeln, beziehungsweise abzubauen. Regeln tut man es ja nicht, man baut es nur ab. Und deswegen hat VW eine Rutschkupplung gebaut. Das heißt, die Viskokupplung ist einfach ein Lamellenpaket aus Scheiben, eine Seite, andere Seite. Diese sind vorgespannt und haben zusätzlich eine Hochvikose Flüssigkeit, also eine dickflüssige Flüssigkeit, welche natürlich die Scheiben zusätzlich noch zwar schmiert, weil sie rutscht ja jedes Mal beim Kurvefahren durch, aber jetzt nicht in Form von dünnem Öl einfach nur durchrutschen lässt, sondern halt durch diese Klebewirkung von dickem Öl auch noch quasi weiter sperrt. So, das heißt, diese Kupplung hat ein vordefiniertes Drehmoment, bei welchem Eingang und Ausgang diese Kupplung öffnet und einfach nur durchrutscht. Gibt es auch als Rutschkupplung ganz oft bei irgendwelchen Maschinen als Sicherheitsfunktion, wenn zum Beispiel das Werkstück bei einer Drehbank auf einmal steht, dann rutscht diese Kupplung durch, damit nicht einfach alles auseinanderfliegt. Ähnlich ist es bei der Volkswagen Synchro-Kupplung. In dem Moment, wenn ihr eng um eine Kurve fahrt, fährt die Vorderachse eine andere Drehzahl als die Hinterachse. An beiden Seiten wird unterschiedlich gezogen und in dem Moment geht diese Kupplung auf. Genau das gleiche Prinzip ist, halt euch fest, bei mir in meinem Lambo, bei den ersten Gallardos, dort ist es genau nur andersrum. Ihr habt den Motor hinten, eine Kardanwelle nach vorne und da vorne drin ist quasi eine Rutschkupplung, die ab Drehmoment X aufgeht und durchrutscht. Das heißt, diese Kupplung lässt sich 0,0 regeln. Sie kann immer nur Summe X an Kraft übertragen, danach rutscht sie einfach durch. So. Somit hat sich Volkswagen später gedacht, jetzt bauen wir ein 4Motion. Der Unterschied beim 4Motion ist einfach nur, dass diese Kupplung sich öffnen lässt. Das heißt, es ist von außen ein Steller dran, der sagt Kupplung auf, Kupplung zu. Je neuer die Generationen des 4Motions wurden, je mehr ist diese Kupplung vorgespannt und geschlossen, dass man einfach einen permanenten Allrad erzeugt, dadurch, dass halt die Kupplung einfach dauerhaft zu ist. Aber dort ist es so, ihr fahrt um eine Kurve und die Kupplung kann einfach ein bisschen aufgehen. Ja. So, ich würde sagen, damit das Video nicht allzu lange wird, letzte Frage. Die ist interessant. Erklärt doch mal, warum es beim Saugmotor wichtig ist, Gegendruck zu haben. Kann man relativ einfach mit einem Turbomotor erklären. Bei einem Turbomotor haben wir automatisch einen Gegendruck. Das heißt, vor dem Turbolader sammeln sich die ganzen Abgase und werden durch den Turbolader durchgezwungen. Dadurch entsteht im Krümmer ein Gegendruck. Das heißt, sobald das Auslassventil aufgeht, ist dort hinter ein Volumen mit einem Druck. Das wiederum hat den Vorteil, wenn das Einlassventil mit 3 Bar aufgeht, als Beispiel,
Kommt irgendwann der Punkt, Einlassventil geht auf, Einlassventil geht zu und in dem Moment geht das Auslassventil auf. Nee, ist komplett Quatsch, jetzt habe ich es gerade falsch rum erklärt. Wir fangen andersrum an. Auslassventil geht auf, Abgase strömen raus, Auslassventil geht zu und zeitgleich geht es im nächsten Takt weiter, Einlassventil geht auf und Frischluft strömt wieder rein. Wenn wir jetzt keinen Gegendruck auf dieser Seite hätten, strömen die ganzen Abgase einfach nur durch das offene Einlassventil, durch das offene Auslassventil wieder raus. Das wäre der Fall, wenn wir 3 bar auf dem Einlass und auf dem Auslass gar keinen Gegendruck haben. So, das heißt, in diesem Lastzustand würden die Frischgase einfach komplett durch den Brennraum durchströmen. Und deswegen ist es beim Sauger auch interessant, in manchen Bereichen einen Gegendruck zu haben, dass das bisschen, was der Motor beim Sauger reinsaugt, weil der Sauger saugt ja wirklich, wie der Name schon sagt, die Frischluft nur über die Kolbenbewegung rein. Das heißt, wenn der Kolben runtergeht, ist das der einzige Zustand, wo die Luft in den Motor reinströmt. Und diesen Moment will man natürlich nicht damit kaputt machen, dass es direkt im Auslass wieder rausströmt. Deswegen ist es in manchen Momenten cool, dass dann in genau diesem Moment ein bisschen Gegendruck vorhanden ist, dass wirklich die Gase, die Frischgase im Brennraum bleiben, wo sie am Ende auch die Leistung erzeugt. Ja, so, ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall für Frage-Antwort-Technik Spezial Nummer 1. Waren ein paar interessante Fragen bei, würde sonst jetzt noch den ganzen Abend so gehen und euch würden genauso die Köpfe wie mir rauchen. Finde ich aber extrem cool, macht mir Spaß, deswegen würde ich sagen, Fortsetzung folgt, hoffentlich. Aber in diesem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.